Hey und herzlich willkommen bei Husky Zähmen leicht gemacht. Mit Husky Gori, der wieder mal anfängt, schon die Box aufzufressen. Heute gibt es ein Unboxing von der Hunter Trainingsbox. Und dann schauen wir mal, was sich drin befindet. Als erstes gibt es hier eine Karte drin. Da steht: Mit dem richtigen Training meisterst du mit deinem Liebling jede Situation. Je nachdem, wie sensibel oder eigenständig dein Hund ist, dauert es möglicherweise etwas länger, ihn an die Kommandos zu gewöhnen. Lass dich durch Rückschritte nicht entmutigen, bleib geduldig und passe dich dem Tempo deines Lieblings an. Und zu guter Letzt, habt Spaß. So, das ist also eine Karte, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn es mit dem Training mal nicht richtig vorwärts geht. Der erste Artikel, der da drin ist, sind diese Trainingssnacks. Da ist drin Multibone mit Lachs. Also so kleine Knöchelchen, gut zum Trainieren. Nochmal das gleiche hier. Und eine dritte Packung davon. Dann gibt es eine Gürteltasche, wo man dann diese ganzen Trainingssnacks auch aufbewahren kann. Gori, da ist noch gar nichts drin. Bis auf deine Schnauze. Dieses Hundespielzeug, hey, das darfst du noch nicht kriegen. Ich zeig's erst, gell? Dieses Hundespielzeug ist noch dabei. Diese Ledermarke mit einem Hund drauf. Ein Trainingsfutterdummy. Hier kann man dann die Leckerlis reinmachen. Ein Klicker ist noch dabei. Und eine Leine aus Polyester. Also kurz gesagt ist tatsächlich alles dabei, was man für ein Training mal benötigt. Und man kann eigentlich so direkt loslegen. Man braucht nur noch ein paar Anleitungen und was genau man trainieren will. Und dann geht's schon los. Am besten Klickertraining bzw. Gewöhnen an den Klicker zuerst, würde ich empfehlen. Und wenn das alles sitzt, kann es natürlich weitergehen. So, ich würde mich sehr freuen, euch auch in einem nächsten Video begrüßen zu können und wünsche euch alles Gute beim Training, falls ihr jetzt auch inspiriert seid, mit eurem Hund zu trainieren. Und dann bis zum nächsten Mal.